Das Team Delta wird heute zu einem Paar gerufen, deren Campingausflug zu einem Albtraum geworden ist. Notruf Feuerwehr Köln? Ja, guten Tag, Zander ist mein Name. Herr Zander, was ist passiert? Hier ist alles dunkel, Mensch. Kommen Sie bitte. Herr Zander? Wir sind eingesperrt im Wohnmobil. Wo steht Ihr Wohnmobil? Im Stadtrand, im Wald, am See. Herr Zander, bleiben Sie ganz ruhig. Die Rettungskräfte... Ich kann nicht mehr, ich muss hier raus. Herr Zander, die Rettungskräfte sind unterwegs. Atmen Sie tief durch. Die Rettungskräfte müssen dem Mann schnellstmöglich helfen. Er konnte seinen Standort jedoch nicht genau benennen. Das kann doch nicht sein. Was haben die denn genau gesagt? Ein Waldweg am See oder was? Irgendwas Unspezifisches. Ich hab's also nichts. Ja, aber hier ist ja, guck mal, hier ist ja nur eine weite Gerade hier. Nee. Siehst du hier irgendwo See durchschimmern? Nee. Hä, wie doof ist das denn? Feuerwehr haben wir auch dabei, ne? Hinten und. Ist ja doof. Aber hier ist auf der Seite ist auch nichts. Guck mal hier drin. Ist hier eine Einfahrt? Hört. Nein, wir sind auf dem Weg dorthin, allerdings... Nix? Gar nichts? Sehen wir keinen See. Hier ist nix. Schauen wir uns hier eine Einfahrt. Da muss ein kleiner See in der Nähe sein. Und der Hütte, gib mal bitte gleich nochmal Bescheid. Mhm. Was haben wir hier? Der Anrufer war sehr panisch und verwirrt. Also hier unten ist ein See, aber keine Straße dorthin. Guck mal, siehst du das? Ja. Aber ja. Hier muss doch irgendwo, da ist auch keine Hütte. Komisch, ne? Ist doch sehr eigenartig. Die Schwierigkeit, den Einsatzort zu finden, war, dass wir einen sehr unpräzisen Funkspruch erhalten haben und deswegen erst auf die Suche gehen mussten nach unserem Einsatzort. Hier, schau mal, da? Nee. Hier rechts? Ist da ein Weg? Nee. Weg, aber kein Platz. Hier ist ein Plätzchen. Da! Bitte. Da! Wir sind da. Perfekt. Das Waldgebiet liegt außerhalb von Köln. Dort angekommen, bietet sich Einsatzleiter Sergei Kaiser und dem Rettungsteam ein kurioses Bild. Der Wohnwagen des Anrufers ist komplett mit schwarzer Folie umwickelt. Hallo! Hören Sie mich? Ja, ich kriege keine Luft mehr. Was ist denn passiert? Ich weiß nicht, irgendwie muss das über Nacht hier einer viel gemacht haben. Das weiß ich nicht. Beruhigen Sie sich, versuchen Sie sich zu beruhigen. Die Feuerwehr ist da, die Feuerwehr kommt runter. Wie ist denn Ihr Name? Wie ist denn Ihr Name? Mike. Mike, okay. Ist noch jemand bei Ihnen? Ja, meine Frau. Ist mit der alles gut? Sollen wir mal versuchen? Ich kriege keine Luft mehr, die ist Asthma. Was ist passiert? Ja, also, dass Sie hier reinkommen. Genau, Mike ist da drin. Beruhigen Sie sich, Mike. Mike ist da drin. Hallo. Und da ist seine Frau bei sich und die Frau ganz hat irgendwie atmet ganz schwer oder so. Ja. Genau. Und der hat halt Panik. Wenn man keinen direkten Kontakt herstellen kann, also visuell, dann ist es immer wichtig, die Leute bei der Stange zu halten, eben indem man verbal Kontakt aufnimmt, um so ein bisschen die Lage zu beruhigen und um den panischen Mann oder den panischen Menschen dann eben in eine ruhigere Lage zu versetzen und trotzdem am Ball zu bleiben, was das Geschehen angeht. Beruhigen Sie sich, die Feuerwehr ist da, die kommt rein. Wir holen Sie da jetzt raus, okay? Ja, aber mit einem beeilen Sie sich. Ja, dauert nicht mehr lang. In so einer Situation ist auch äußerste Eile geboten, weil der Mann ziemlich panisch reagiert hat und klaustrophobisch. Deswegen haben wir auch ein Notarzt-Einsatzfahrzeug angefordert. Ich krieg keine Luft mehr, die haben doch noch eine Atmung. Schon mal mitreißen hier. Was soll ich, kann ich reißen? Ich hab meine Finger auf. Hier ist die Tür. Das kriegst du gar nicht. Hast du die Tür? Ja. Ist irgendwas über die Bekannte, die da drin sind? Bitte? Ist irgendwas bekannt? Ach doch. Die Tür, das ist eine Frau, das ist drin. Kommen Sie raus. Was ist denn da los? Kommen Sie mal hier. Hallo? Was ist denn passiert? Okay, da ist noch jemand drin. Sprechen Sie mal mit mir. Die Folie war dann durchgeschnitten durch die Feuerwehr und dann kam uns eben dieser panische Mann entgegen. Der hatte soweit eigentlich nichts, war eben nur in Panik geraten, weil er Angst hatte, da festzusitzen. Und seine Klaustrophobie hat dann natürlich auch noch damit reingespielt und das Ganze dann eben verschlimmert für den Mann. Die asthmatische Ehefrau befindet sich in einer sehr viel schlechteren Verfassung. Was ist passiert? Meine Frau. Ja, was ist mit der? Meine Frau, die krepiert. Ganz langsam. Kommen Sie ganz vorsichtig raus. Warum war der Wagen jetzt eingewickelt?
Genau. Erstmal genau. Ahnung. Tief durch. Wir haben hier gekämpft. Genau. Ja. Hören Sie mich? Alles ist tief ein. Sie sind wach geworden, alles ist dunkel. Genau. Können Sie uns schon sagen, was passiert? Oh. Ja, bleiben Sie ruhig. Die Feuerwehr ist da, die Rettungskräfte sind da, sie sind da. Ist irgendwo, könnt ihr mal gerade gucken, da muss irgendwo ein Asthmaspray noch in dem Wohnwagen sein. Genau. Pass mal auf. Meinen Sie, wir können Sie mal da drüben hinsetzen? Das ist, glaube ich, besser. Dann können wir Sie mal ein bisschen besser versorgen. Schauen Sie ja? Mal. Okay. Ja? Guckt ihr mal nach dem Asthmaspray? Ja. Ja? Guckst du nach ihm? Sie hat gerade hier, ist ein bisschen wichtiger. Nur aufpassen hier. Was gefunden? Steine hier mal auf die Ecke setzen. Ja. Genau. Genau. Vorsichtig, Steine. Ja. Genau. Bleibst du, ich hole mal gerade die Sättigung und alles. Okay. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie sich einfach hinsetzen. Noch mal rum. Nimm mal mit. Das hier Spray? Ja. Genau. Andersrum, andersrum. Zwei andersrum. Stück, ne? Genau, ganz ruhig. Beruhigen Sie sich. Ich schüttel Ihnen das. Zwei, ganz langsam. Einatmen. Wieder. Ganz langsam, nicht so hastig. Und jetzt tief, tief atmen. Genau. So. Am besten. Ein Oberkörper ein bisschen was höher. Sie können nicht ausatmen, ne? Sie können nicht ausatmen. Genau. Es wird besser. Versuchen Sie mal ein bisschen Lippenbremse zu üben. So. Genau, genau so. Tief durchatmen. Bei den Asthmatikern macht die Ausatmung Probleme. Deswegen haben wir sie zunächst in eine sitzende Position gebracht, um das Atmen zu erleichtern. Außerdem haben wir die Lippenbremse mit ihr geübt. Das ist die Erzeugung eines Widerstandes mit der Lippenbremse, um eben die Ausatmung dann zu fördern und dann die Patienten zu entlasten. Seit gestern seid ihr hier. Ja, seit gestern Abend. Wir sind gestern Abend hier gekommen, wollten ein bisschen campen. So eine Vermutung oder so, wer das sein könnte, keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich Ihnen echt nicht sagen. Setzen Sie sich mal hin im Schatten. Ja, gib mal eine Rückmeldung. Eine Person aus einem verschlossenen, zwei Personen aus einem verschlossenen Wohnwagen befreit, dem Rettungsdienst übergeben. Wenn Sie das stört, können Sie es auch immer wieder absetzen zum Ausatmen. Wieder stabil, der Patient, soweit? Müssen wir gucken. Also die Sättigung steigt jetzt schon, das ist prima. Soll ich einen NF jetzt abbestellen, weil der ist jetzt unterwegs? Der wurde von der Leitstelle direkt mitgeschickt. Nee, braucht man nicht. Brauchen wir nicht? Nee, dann bestelle ich den ab. Sie hat ihr eigenes Spray jetzt. Also sicher? Ja, sicher. Okay. Also wir haben jetzt... Wir Leitstelle von Einsatzleitung kommen? Ja, der Patient ist soweit stabil, wir können den NF jetzt abbestellen. Den brauchen wir vor Ort jetzt nicht mehr. Einatmen, genau, super. Wir waren heute Nacht da, wir haben hier übernachtet, ganz romantisch. Und ja, guck mal, jetzt sind heute Nacht, jetzt wir sind hier aufgewacht, es war stabil. Alles dunkel, obwohl eigentlich schon... Keine Gefahr vor Ort. Dann holen Sie lieber nochmal Luft, genau. Und beim Ausatmen, hier sind überall diese Stechmücken, beim Ausatmen immer wieder mal ein bisschen ausbremsen. Trotz des schlechten Zustands seiner Frau scheint ihr Ehemann mit etwas anderem beschäftigt zu sein. Hey, ich kann also, kann ich wirklich nicht sagen. Das ist echt astrein. Ach so? Ja. So viel zum Thema München? Ja. Was denn? Kannst du mir das mal bitte erklären? Jetzt? Das ist eigentlich mein Freund. Aha. Beziehungsweise es war mal mein Freund. Also ich würde schon ganz gern mit ihr ins Auto gehen. Offenbar hat der Mann eine Affäre mit der jungen Frau. Wobei die erst vor kurzem herausgefunden hat, dass ihr Freund verheiratet ist. Die Ehefrau ahnte von dem Techtelmechtel nichts. Was ist denn los? Ganz kurz. Genau. Ist das Ihr Mann? Beruhigen, ne? Mike? Was machst du überhaupt hier? Sie dürfen sich jetzt nicht aufregen. Das ist Ihr Mann, oder? Das ist Mike. Nehmen Sie es mit. Nehmen Sie mal einen Rettungswagen mit. Was ist denn hier wahr? Gehen Sie mal mit einem Kollegen mit jetzt, ja? Genau. Mein Gott, du Miststück. Siehst du, was du angerichtet hast? Du kannst deine Klamotten machen. Hey, Kollege, beruhige dich mal. Beruhige dich mal. Was du angerichtet hast. Bleib mal ruhig. Du bleib jetzt ruhig, Kollege. Bleib ruhig. Bleib unten erstmal. Du bleibst jetzt unten. Der junge Mann ist handgreiflich geworden, der Geliebten gegenüber. Deswegen musste ich erstmal einschreiten und den jungen Mann beruhigen. Hast du nimmst du die Frau aus der Seite? Die Einzige, die mir hier leid tut, ist deine Frau. Ganz ehrlich. Bring mal dem Rettungsdienst die Sachen ins Auto mal her. So. Die beruhigen sich jetzt erstmal. Dann wird nachher alles aufklären. Okay? Ich hoffe, dass die Frau wieder gesund wird. Das tut mir wirklich leid. Ja. Ich wollte das nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Was wollten Sie nicht?
So, wer sind Sie jetzt? Was wollen Sie mit dem Folie oder was wollen Sie nicht? Wer sind Sie jetzt? Ich bin die Freundin. Die Freundin? Von Mike. Ja. Von ihm jetzt? Ja. Ja. Und was machen Sie jetzt hier? Ich habe die beiden beobachtet, weil mir das komisch vorkam, dass er nie Zeit hatte. Und dann bin ich halt hierher gekommen und habe das Folie da rumgeklebt. Aber ich wusste ja auch nicht, dass die Frau Asthmatikerin ist. Das konnte ich ja nicht wissen vorher. Im Nachhinein habe ich die Polizeieinsatzkräfte verständigt, weil es sich zum einen um eine Straftat handelt, weil der junge Mann handgreiflich geworden ist, der Frau gegenüber. Und zum anderen, weil sich die Frau wegen Freiheitsberaubung zu verantworten hat. So, er bleibt erstmal bei dem jungen Mann, der ist ein bisschen unruhig. Ja, der hat gerade so eine kleine Streitigkeit mit der Dame. Ich gehe einmal zum Krankenwagen, dann werde ich mich nach der Patientin erkundigen. Dem geht es aber soweit gut. Dem geht es soweit gut, nur gucken, dass er auch ruhig bleibt. Ne? Okay. Der Einsatzleiter will sich vergewissern, dass die Asthmatikerin stabil genug für einen Transport ins Krankenhaus ist. So, wie sieht das hier aus? Ja. Also sie ist stabil, wir würden gerne fahren, wenn es für euch okay ist. Genau. Alles klar. Also ist einer von denen verletzt? Nein. Die sind alle stabil, da ist alles in Ordnung, ihr könnt dann abfahren. Okay. Alles klar. Ne? Sie, okay, dann machst du zu, dann fahren wir. Ja. Die Patientin hatte einen mittelschweren bis schweren Asthmaanfall. Das zeichnet sich durch eine sehr hohe Atemfrequenz aus und eben auch andere Vitalparameter, die dann im weiteren Verlauf überwacht werden müssen. Deswegen haben wir uns entschieden, sie in die Klinik zur Überwachung zu bringen und dort für mindestens 24 Stunden zu beobachten. Der Asthmaanfall blieb für die Ehefrau ohne Folgen. Die beiden Frauen trennen sich von dem Mann. Die Geliebte muss sich wegen Freiheitsberaubung verantworten und für den Feuerwehreinsatz aufkommen.